Samstagmorgen. Ich bin gestern gestartet in Hamburg auf dem Weg in die Westalpen. Es ist Anfang September und die Sonne scheint und auch die ganze nächste Woche in den Alpen ist mir schönes Wetter vergönnt. Einfach ein schönes Panorama hier. So, also ich bin jetzt auf dem kleinen Sträßchen von Bad Seniso zum Lac du Mont Cenis und also, das ist schon ganz schön grob hier. Und das hier, das ist so relativ mild jetzt. Also ich habe schon ganz andere Etappen hinter mir. Es geht jetzt also über weite Teile hier mit diesen sehr, sehr groben Steinen. Ja, da rappelt alles ganz schön, ne? Landschaftlich wunderschön, aber fürs Motorrad und den Fahrer schon ein bisschen anspruchsvoller, ne? Nein. So, ich bin auf dem Weg zum Fort de la Tura, das ist da oben. Unten war eine Schranke, aber nichts Amtliches, sondern mehr privat. Wanderer sehe ich noch keine. Mal gucken, wie weit ich komme. Hm? So, die Auffahrt zum Fort de la Tura. Da bin ich hochgekommen und jetzt bin ich schon auf der Vorseite. Murmel. Da bin ich hochgekommen. Oh, Gletscher.
Hier ist dann doch finito. Ja. A very nice view. So, bislang sind wir noch keine Wanderer begegnet. Das ist schon mal ganz gut. Mal gucken, ob es so bleibt. Straße war offiziell frei. War zwar eine Sperre unten, aber das war mehr privat für Kühe, glaube ich. Ja. This is a nice view. So, da hinten, das ist Fort della Tura und das hier irgendwas, was dazugehört. Das war wohl mal eine kleine Kapelle. Ein privates Türchen für die Kühe. Machen wir auf und wieder zu. Sisi. Ich mache es nicht in die Videobeschreibung, weil ich nicht weiß, ob es ganz legal ist. Aber ich bin jetzt hier auf dem Weg zum Colle Roux. Unten war ein Schild, dass ein Teilabschnitt legal ist dieser Jahreszeit. Und hier vorne war ein Verbotsschild, Durchfahrt. Aber das hat keine amtliche Registrierungsnummer. Und das Fahrverbotsschild war kleiner als das normale. Also ich denke, es war ein privates Schild. Also ich fühle mich eigentlich jetzt hier so ein bisschen legal. Ne? Jetzt muss ich den Luftdruck hier ein bisschen runterlassen, weil so richtig Grip habe ich nicht. Und deswegen machen wir, dass es ein bisschen geschmeidiger ist. Ich gehe so auf 1,2 runter. Ja. Und dann läuft das hoffentlich ein bisschen besser. Ich bin nämlich gerade in der Spurrille ziemlich weggerutscht, weil einfach der Reifen zu rund ist. Er hat zu viel Druck. Und wenn er weicher ist, dann schmiegt er sich in der Schräge besser an und ich gleite so ein bisschen eleganter dadurch. Ne? Man muss aber aufpassen, nicht schnell fahren, weil wenn dicke Felsen kommen mit der Kante, dann haust du dir unter Umständen bis auf die Felge das durch. Und das ist nicht gut. Das Gitter zu ist.
So, da vorne ist die Passhöhe. Colle de la Roux. Oh, aber die letzten Meter hinten, das sind ziemlich schmale Trampelpfade. Muss ich mir nicht geben, glaube ich, oder? So, also, da sind die glücklichen Kühe, die will ich nicht verjagen. Und da vorne ist dann die Anhöhe, das ist nur noch ein schmaler Pfad. Das könnte ich sicherlich schaffen, aber dann stehe ich da oben, quäl mich, warum? Hier ist es auch ganz schön. Und dann bleibe ich jetzt hier und dann drehe ich jetzt um und lasse die Kühe Kühe sein und die Natur, die Natur. Da geht's runter. Ist ja manchmal schwieriger als hoch, in diesem Falle aber nicht. Da geht's ja ganz schön runter. Ja, das ist schon immer wieder schön. Very nice hier.
Let's go. Ups. So, hier hat das irgendein Kollege aber nicht überlebt, ne? Was ist das, ein Fuchs gewesen? Nee. Very nice. Das ist immer wieder hier ein schöner Blick darüber, ne, zu dem Tunnel, das alte Vor, dann diese große Felsformation. Ja, das sieht schon gut aus, ne? Gucke ich mir immer wieder gerne an. Ich fahre jetzt doch noch mal durch den Tunnel durch und dann hinten durch den Wald noch mal von Boulard, weil es so schön ist. So, da kommen jetzt Moped FD. Da ist ganz schön Gegenverkehr, glaube ich, heute. Ach, guck mal hier. Ihr seid doch überall unterwegs, ne? Grüß dich. Überall und nirgends. Moin, mein Lieber. Ja, war schön, ne? Ja, hat Spaß gemacht, ne? Das Fort Bramant. Also ich staune, ich bin jetzt auf dem Weg oder in Uchs und will zur Assietta hoch. Und hier, diese Piste führt mich mein Straßennavi TomTom diesen Weg hier hoch. Das finde ich ja sehr verlockend. Bin ich noch nie gefahren. Mal schauen, wie es läuft.
Ich habe gerade mein Nummernschild auf dem Weg zum Lago Nero verloren oder irgendwo von Sistieri hierher. Ich bin noch auf der Suche. Es ist in jedem Falle weg. Und jetzt habe ich gebastelt und habe ein neues geschrieben. In der Hoffnung, guck mal, die 2 ist so schön, ne? Dass die Polizei damit kein Problem hat. Ja, doof, aber passiert. Ja, weil es sehr ruppig war. Naja. Lago Nero. So, ich bin gleich am Colle Bersia und das ist landschaftlich sehr, sehr schön. Das ist nicht der Lago Nero, der war weiter drüben. Und da hinten ist dann noch der Lago di Sette Colori. So, das ist der Colle Bersia. Ich bin hier auf der alten Straße, die ist wohl schon lange vergessen, den Bäumen nachzuurteilen. Etwas oberhalb führt die aktuelle Schotterpiste. Mal gucken, wie lange ich hier fahren kann, ohne dass es Probleme gibt. Oh, jetzt geht es hier schon ein bisschen runter, ne? Und das wird mir zu heftig. So, mal gucken, dass wir jetzt hier zurück und wieder hochkommen, ne? Scheiße, das wäre schon mal fast schief gegangen. Oh, ich bin im Flow. Ja, manchmal bleibt man doch besser auf den legalen Wegen. Oder auf den offiziellen Wegen. Ja. Sah hier oben noch so schön aus, dann hat sich's aber geändert. Also jetzt weiß ich nicht mehr so ganz richtig, ob ich hier noch richtig bin, ne? Mal gucken, wie es weitergeht. Besser. Ah. Licht am Ende des Tunnels. Ja, ich bin wieder auf der Straße. Ist Samstag, kurz nach 7, wir sind auf der Rückfahrt. Baronecchia haben wir hinter uns gelassen, der Tag bricht an. Wir sind auf der Autobahn Richtung Turin und dann weiter nach Hamburg. Es war wieder eine wunderschöne Woche mit vor allem tollem Wetter, das muss man sagen. Es hat wieder viel Spaß gemacht. Adios.